Guckt euch den an. Was wir noch alles eingesammelt haben und wie schnell wir dann beim Ausgang waren, ey. So, dann müssen wir mal zu Petra. Wir haben jetzt soweit alles da. Krass. Das ist richtig krass. Petra? Moment, falsches Gebäude. Petra? Hast du was wir brauchen? Zeig mal. Ja, na klar habe ich das, was du brauchst, Merlin. Says to the most beautiful and the most charming lady, Madame Aurora. Greetings and best wishes to you and your endless elegance. This is the newest product from the Xander Company, the Uplifter. Okay. You could adjust your face features easily and freely by the tap of your fingers. I sincerely wish you a happy 25th birthday and hope you enjoy our gift. End preface. Please enter the password. Passwort eingeben. Wasn't Madame Aurora supposedly the most beautiful woman back in the old world? I read about her in The Last Dawn, and it says people who pursued her could line up from here to another planet. I wonder what the password is. Ihr Geburtsdatum? Yes, there was a whole section about how magnificent her coming-of-age ceremony was. I think it was the 15th of summer. Supposedly, 10,000 people showed up for the party. I always thought the author was just making it up. Anscheinend wurde das nicht nur ausgedacht. Na dann, go. 0215, okay. What a strange-looking relic. Okay. From the description earlier, maybe it's a machine that can change a person's face. What? Nun. Petra, ich hab doch eine Frage. Könntest du einen Körnerspender für die Viecher auf der Sternlichtinsel basteln? Oder zumindest mir eine Blaupause geben? Todis Idee. Er ist fast gefressen worden. Okay, sie kümmert sich also drum. Ja, nun. Mission. Ach so, Handelsauftrag, Drucker, ich erinnere mich. Perfekte Falle, das läuft, das hat Ablaufdatum, das hat keine... das 9 Tage. Nee, doch, 9 Tage, 14... ist die Frage, wie lange braucht dieses... Wie lange braucht die Chili, um zu wachsen? Wenn das länger als nur... Das könnte knapp werden. Aber mal gucken. Schauen wir mal, wie es mit den Druckern aussieht. Das ist ein Betrieb hier, ne? Okay, der 3 Tage. Ja, na klar. Das ist kein Ding. Hallo, Knuffi. Knuffi. Ah, du auch.
So, fein. Milch und buntes Fell. Okay. Bin nicht genug Ausdauer, um die Scheiße aufzusammeln. Ich bin zu sehr am Arsch, um die Scheiße aufzusammeln. Nicht gut. Stellt 10 Ausdauer wieder her. Jo. Die stellen 10% Ausdauer wieder her. So. War jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Moment. Egal. So. Brauchen wir noch. Ach so, ein Flaschenzug. Fehlt wahrscheinlich wieder noch Eisen, ne? Noch Eisen. Da sollte ich jetzt genug haben. Gut, na dann warten wir bis morgen. Dann gehen wir auch noch eine pennen. Passt. Jetzt eigentlich noch ein Level Up gehabt? Nee, ne? Nee. Da hatte ich mich getäuscht. So, dann gucken wir noch mal. Post. Zeug. So. Von Merlin. Der Uplifter, den wir gefunden haben, ist perfekt zwischen, kann benutzt werden. Kosmetikmaschine. Ja, okay, das habe ich mir fast gedacht. Wir können quasi unser Aussehen anpassen, wenn wir das wollen. Kupferdrähte und Carbonsternbahn. Mhm. Futterautomat, okay. Na dann. Boah. Dann erstmal Knuff Knuff. Komm mal her. So, du auch. Du ebenso. Oh, Milch. Und Wolle. Sehr schön. Also buntes Fell. Jetzt müsste ich eigentlich. Ja, sehr schön. Jetzt muss ich nochmal die Aufgaben gucken, bevor ich ganz das verpeile. Das ist, machen wir gleich. Das ist in Arbeit. Drei Kupfer, drei Barren und drei Kupferdraht. Nee, sechs Kupferdraht und drei Barren. Ich bin irgendwie nicht ganz da, verzeiht. So. Ja. Sorten. Carbonstahl, die sind hier drin irgendwo auf Lager, ne? Das waren noch drei, ne?
Warten wir noch, bis der Drucker fertig ist. Den können wir dann auch gleich nochmal abgeben, alle beide. So, heute ist ja Sonntag. Das heißt, heute ist nur kurz prüfen. Ich glaube, gestern hatten wir gar nichts geguckt. Da hätten wir nämlich auch nur bewerten können. Aber naja, passt schon. Wer wollte das Zeug denn haben? Ach, da vorne schon, das ist passend. Das haut doch hin. Anthony nimmt das entgegen, denke ich mal. Jo. Ja, moin. Sehr schön. Da. Vier Stück wieder. Ach, großer Gott. Oh. Aber ansonsten... Da. Okay, zwei Stück. Da. Und sonst... Auch nicht gerade leicht. Ach, hier. Gut. Zwei Stück. Da ist ein Brandfleck, wie immer das so passieren konnte. Wahrscheinlich beim Sägen passiert. Ach, hier. Und vier Stück. Das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus. Das da. Und ansonsten... Tja. Keine Ahnung. Ach, da. Passt. Dann lass uns doch mal gucken, wie die Rangliste aussieht. Ah, mit Abstand super. Das passt. Das sieht doch super aus. Aufgabentechnisch. So, zu Dr. Xu sollten wir hoch. Der Rest ist in Arbeit. Na dann. Achso. Und, Telefon erschreckt mich doch nicht so. Es blinkt nur gerade kurz auf. Kalender. 28. Oh, morgen hat Ginger Geburtstag. So, zu gehen wir gleich. Erstmal ein kurzer Stippbesuch. Eine kurze Stippvisite, ein kurzer Besuch bei Ginger. Hallo. Wow. My dad tells corny dad jokes all the time. Ja, Mädel, ich weiß. Ich hab da... Hatte da... Da. Blumen für dich. I like it. Thank you. You don't have to bring me any gifts, though. I'd love to just go on walks or go have a chat under the wishing tree with you. Können wir machen. Immer gern. Aber warum nicht ein paar Blümchen? Ist doch was Feines. Hier, ich überhäufe dich mit Geschenken. Machst Tür auf Rums. Kommt so eine halbe Müllhalde dir entgegen. Ist genug, ist genug. So. Zu dunkel. So, Klinik. Da. Gesichtsstraffer installieren. Naja. This is incredible. This relic can change people's faces freely and painlessly. I've already tried it several times. I've written a letter to my teacher. He'll be excited as I am. Well,
I don't know how many people will actually use it. It is scary technology, after all. But if you ever want to try it, be my guest. I wrote a letter to my master in Seasai about some of my research. I hope the letter finds him. Things seem to get lost on the way all the time. Oh. Ja, habe ich mir doch gedacht. Gesichtstyp ändern, naja. Könnten wir zum Beispiel. Achso, das ist das Gesicht. Moment, ich wollte eigentlich die Augen. Ich kann die Augen nicht ändern. Ich kann mich grün anmalen. Na, großartig. Augenfarbe 2. Ich sehe keine Änderung. Okay. Kein Achievement, schade. Naja. Du kannst es benutzen. Oh, es kostet Geld. Nun. Ja. Es hat sich eigentlich nichts getan, groß, weil ich habe nicht viel geändert, aber es kostet trotzdem Geld. Naja, passt schon. So. Ich war mich mal kurz liften. Das neue Grundstück muss warten. Hey! Na, wie geht's? All the nice weather can be very motivating for us to work. After a long day, I gotta find a good spot to hang out with my girl. Ich freue mich, dass ihr glücklich seid. So. Dann schauen wir mal zur Futtermaschine, was wir dafür brauchen. So viel sollte das eigentlich nicht sein. Navigationslicht. Auf ein Zeug, ne? Ja, das haben wir doch schon gebaut, oder? Wird noch als neu angezeigt. Da, Futterautomat. Leder, Fell, 2 Aluplatten. Na, dann bauen wir noch eine Aluplatte. Nicht genügend Materialien, ach, okay. Sag das doch. So. Oh, immer noch nicht genügend Materialien. Das. Magnesiumerz. Nicht genügend Materialien. Eisen. Was? Das kann ja wohl nicht Warzenschwein. Nein! Das machen wir beim nächsten Mal. Wir hauen uns etwas. Halt, ja, doch. Wir hauen uns etwas früher hin. Ich moderiere dann gleich ab. Und beim nächsten Mal geht's dann damit weiter. So. Na dann. Toll. Ich laufe jetzt mal vor Freude gegen die Wand. Schnee. Winter. Werkstatt Rangliste. Wie immer, Platz 1. Nice. Schatz des Meeres, Jold. 1 von der Händlergilde. Sehr schön. Oh, da hat es kurz geleckt, aber das passt.
Na dann. Ich weiß nicht, warum ich das mitnehme. Ich mag es hier nicht dreckig sehen. Knuffi knuff. Das bringt mir jetzt auch gerade nichts, sondern beim nächsten Mal muss ich es normal machen, aber es ist okay. Ich muss mich um die Tiere kümmern. Oh. Da, da. So, damit die Kühe und dieses Schaf auch glücklich sind. So. Hopp, ab aufs Dach. Mit einem wundervollen Schneebild verabschiede ich euch. Dann etwas Überlänge, nicht so viel. Ein paar Augenblicke, eine Minute oder so pro Folge. Ein wenig Luxus. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal dann Gingers Geburtstag, darf ich nicht vergessen. Dann geht's weiter mit dem Füttern der Vögel auf der Sternenlichtinsel, dem Allsource und was da sonst noch so kommt. Wie gesagt, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da, teilt das, was euch gefallen hat. Fragen, Anregungen, schreibt was in die Kommentare. Ansonsten auch gerne abonnieren, wenn das noch nicht der Fall sein sollte. Glöckchen natürlich dann ebenfalls nicht vergessen, damit ihr über neue Folgen Bescheid wisst. Und bleibt mir auf jeden Fall gesund. Rutscht mir gut in 2021 rein. Und ja, von mir aus grüßt mir auch die anderen Jahre, die danach kommen, falls ihr das hier später sehen solltet. Und ja, wir sehen und oder hören uns dann das nächste Mal wieder bei Mindhammer Porsche, Minecraft oder Skyrim in der Special Edition. Bis dato, reingehauen.